Stopp, leise kurz. Ist auch im Nether. Ja, aber da ist Badwalk oben. Wir haben ein Problem, wenn das Tor ausgeht, ne? Durch irgendwas. Hat jemand Feuerzeug? Ich hätte potenziell Feuerzeug dabei, ja. Ich hab auch eins. Ein potenzielles, okay. Ich hab's noch vom Anzünden vom Nether-Portal. Mein Nether-Quarz. Es ist auf einmal so still in unserer Base. Oh, doch nicht mehr. Wir müssen eine Nether-Festung finden, schnell. Lava gefunden. Tränke machen, also sag mal, gibt es hier überhaupt Nacht? So ganz dumm. Nein, Frage. Gibt es nicht. Versuch doch zu schlafen. Es gibt keine Nacht. Der Nachtzyklus ist aus. Hauptsache, wir haben mitgemacht. Das heißt, wir können uns gar keinen Spawnpoint setzen? Ja. Wow, warum dann die Bettgeschichte? Dienstoptik. Weil Bettgeschichten immer gut sind. Pain. Ich hab mir schon gedacht. Mann, krass. Versuch mal im Nether zu schlafen, da ist ja immer Nacht. Ja. Hä, was denn? Ja. Ich will mal nicht cheaty sein, aber. Ich möchte mal schauen, wie das jetzt im Nether ist. Ich will auch gucken. Okay, Leute. Ja. Warum geht keine Panik schieben, aber. Im Nether können wir leider nicht lange bleiben. Wieso? Können wir einfach nicht lange bleiben, Leute. Wir müssen uns beeilen. Weil? Was wegspringt. Wieso, Kat? Ungefähr 5 Schichten über uns ist schon alles am Brennen. Hast du nachgeguckt, oder was? Ja. Yeah. Wir haben Pilze, das ist schon mal was. Und Quartz. Ne? Warum ist PvP aus? Was wollte ich? Ja, weiß schon warum. Ja, hat so ein paar Gründe. Aber ich hatte eine Nether-Festung hier durch den Blöcken. Was, 5 Schichten über uns ist alles schon am Brennen? Ich guck mal nach, warte. Wo? Hier durch den Blöcken. Ja, geh mal gucken, Fabi. Glaub ich. Ey, hier waren auf jeden Fall diese Blöcke, glaube ich. Lass dir wenigstens Platz zum Hochbauen. Oh, scheiße. Nee, hier ist Obsidian. YOLO. Da ist Lava da oben. Ja. Nee. Doch. lass mal. Ich bin mir relativ sicher, wenn das da oben Lava ist. Na, Fabio, was ist denn hier los hier? Oh, noch mehr Lava. Oh, scheiße, hier ist überall Lava. Was tust du da? Ich wollte mal gucken, was da so los ist. Was also. Sind wir genau über dem Lavasee? Das ist jetzt verrottetes Fleisch. Naja, im Nether gibt's ja immer mal wieder diese verstreuten Lava-Dinger. Dinger. Dingsens. Genau. Buchbär, das kann doch nicht überall Lava sein. Bei mir ist gerade so verdächtig. Ja, ich sehe hier so ein. Ich kann da durch die Wände gucken, da ist ein Bug. Von hier aus kann ich da hinten durch die Wände. Na egal. Ach ja, Rother und seine Bugs. Wisst ihr, was ich vermisse? Den Laufbug. Ja. Wie viele Jahre hattest du ihn? Ich vermisse ihn nicht. Was denn? Ja? Ah, Lava. Wenn 5 Blöcke über uns schon die Explosionen sind, beziehungsweise alles brennt, und 5 Blöcke unter uns schon Bedrock ist, dann können wir nicht lange hier bleiben. Wo ist denn das Problem? Finden wir dann überhaupt noch eine Nether-Festung? Wahrscheinlich nicht. Portal einfach woanders noch hinbauen. Noch. Ich sehe schon, ich werde hier am Ende alleine sein. Bohrt das Portal ein. Ihr macht das schon, ja? Rather nicht gegebenenfalls die Lava so nah. Ja. Hier ist keine Lava. Ich keine gute das Idee. Oh, Lava. Bei mir ist es übrigens etwas ruhiger geworden. Kann es sein, dass die Explosionen weniger werden, wenn weniger Leute da sind? Ja. Ja, na, die verteilen sich dann. Das ist sehr angenehm. Sind alle wieder da. Sind sie jetzt wieder da. Ja. Und wo ist jetzt hier bei uns über oben drüber die Lava? Kann auch nicht mehr so weit weg sein, oder? Na, nö. Ja, unser Essen wächst gar nicht. Echt laut. Wolltest du mal gucken? Bull jetzt nach oben. Gucken, was los ist. Yay! Bäumchen ist gewachsen. Oh, hier ist schon was. Aber auch echt nur ein Bäumchen. Dias. Ballen. Ja, man mein will Gott. Ja besser geschützt sein. Ich hab Erde gefunden, außen höre ich ein Skelett. Wir haben jetzt hier ein Haus. Wir haben doch noch ein Stack. Oder anderthalb Stacks Erde hier in der Base. Geht's doch jetzt gar nicht.
Ich hasse Gravel. Gravel ist doof. Voll der Kreppel. Mit dem Kreppel. Hier haben mehrere Skelette. Den Skelettspawner. Na, solange du nicht herlockst. Bist du auch zurück, oder wie? Nee, ich bin mit Skelettspawner im Nether. Aha. Oh, hier ist unser Schacht, wo wir am Anfang runtergesprungen sind. Aber wie geht's bitte raus? Ich muss hier gerade was bauen. Ja, fuck mich. Steht euch wieder im Weg. Oh, hi. Na? Ich hab Zombies und Skelett gefunden und so. Was du so alles findest, ne? Du kannst aber auch nichts wegschmeißen. Brauch neue Fackeln. Fackeln, weiß ich mal. Ich brauche Fackeln, weil ich kein Dex kann. Und so weiter. Und so fort. Wann kriegen wir denn hier unten Probleme? Ist doch alles so easy hier. Ja, ich meine, die Schlucht hat ja gerade eben auch noch so ihr Dach gehabt, ne? Was wird das? 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 Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was wird das? Was denn? Oh, guck mal, wir können mitten im Meter platzieren. Wow. Warte, da muss aber auch noch. Warte. Mein Raum. Da muss noch eine Tür da dran machen, ne? Das ist ja doof. Was wird das jetzt? Das ist sein Haus. Ach so, ja. Mit dem nutzlosen Bett. Huch. Hi! 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 Fisch! Hi! Hi! Fisch! Hi. It's Lava. Mr. Lava Lava, it's a fantastic. Pack? Kann jemand einen Apfel, ich will einen OP-Apfel machen. Nee. Die kann man nicht mehr craften. Weil wir nicht an Bäume kommen oder weil Rezept. Der Block muss auch noch hier. Dann geht die Tür weg. Geil. Kein Spitzhacke oder was? Okay. Ja, so sieht's gut aus. Riecht mir jetzt hier eine geile Wohnung ein. Ey. Ich war so. Boah. Einfach so ein Goldraum mit Goldblumen. Hier, ich mach dir Licht. Bitteschön. Oh, ja, das geil. Ich verhindere einen Rülpsen, so. Hast du noch ein bisschen Lava mit Chiramis? Nee. Soll ich schon wieder Blödsinn machen? Aber ich kann Redstone auf den Boden legen. Ja, Redstone haben wir genug. Das ist das quasi Blut. Das ist von dir Blut, ausgelaufen. Blut, Blut, Räubershaufen, Blut, Raub und Mord und Überfall ist gut. Oh, Content-Treffer, egal. Hat ja eh keiner Werbung von uns. Ich? Nö. Lol, krasse Witzanschaltung. Oh. Oh. Ups. Oh, 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 was? War echt nicht extra. Ne? Oh ja. Ich glaube, mit dem Wasser einmal die Tür aufgemacht, habe ich das ausgeplatziert. Nur sowas. Ja, so. Irgendwie fehlen mir noch so die Überraschungen, die aus dem Boden kommen. So ein bisschen. Per Feuer. Erdrisse.
Eine Gasexplosion. Okay, gibt's doch diesen einen Mods mit den Gasen. Glänzgases. Ne? Oh. Ja, gehört. Ist auch, glaube ich, nur bis zu einer anderen Version. Ich glaube, für 1.12 gibt's das noch gar nicht. Ich glaube auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt noch so wahnsinnig viele Minecraft-Mods geschrieben werden, oder? Ich sehe euch gar nicht mehr. Oh. Da. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mich jetzt in der Richtung vertan habe. Was macht ihr dann schon wieder für uns? Hab noch 3 Stacks. Ich jetzt noch Lapislazuli. Und ich habe auch nur jeden 2x5 oder sowas gekriegt, ne? Das ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, machen gar nichts. Ich gerade vertan. Habe. Oh ja. Hä? Okay, wo habe ich mich denn jetzt lang gebaut? Nee. Okay. Oder? Ja, anstatt geradeaus bin ich irgendwie nach rechts abgebogen. Ja, passiert. Und ich denke mal schon, ich muss doch jetzt schon langsam mal wieder am Gang ankommen. Hat wer eine Rose? Ich will ein rotes Bett. Die Apokalypse ist auf Höhe 30. Was? Dann ist ja noch Zeit, ne? Nicht wirklich. Heißt, was machen wir? Er hat sogar eine Bettlampe. Ja, und jetzt so ein Fenster. Haben wir ja Zeit, ne? Ja, Glas haben wir ja auch, ne? Ich hatte ja mal irgendwann Sand gebracht. Ah ja, man sieht jetzt in der Schlucht oben schon die Explosion. Also die Schlucht dürfte bald ihr Dach verlieren. Und ich glaube, dann haben wir auch wieder ein Problem mit, dass wir so nah an der Schlucht gebaut haben. Wisst ihr schon, Mensch, ne? Naja, ich meine, da brauchen sie nicht mehr viel wegzusprengen, dann kommt's gleich nach unten. Was wird das hier? Okay, wohne ich jetzt. Sofort dient Fabians Haus, hallo, da bin ich, als Einguck, ob da oben genau das schon ist. Ey, er macht damit das Glas. Ey. So, ich hab jetzt auch mein Haus, ich wohne gegenüber von Fabi. Super, wunderbar brennbar, ne? Was tut ihr da? Oh, was? Wo ist dein Haus? Ist jetzt da echt ein Loch hochgegraben. Ja, Ria. Ihr könnt mich sogar von außen, ihr müsst gar nicht reinkommen, um mich mit Essen zu versorgen. Wenn das kaputt ist, ich kann von hinten rausgehen. Ja, so. Ist ein bisschen nah. Moment. Ist drin, aber. Haben wir denn noch was zum Braten? Ja. Hier ist mal Licht drin, ist nicht wirklich, ne? Ja, dann stopfen wir ihm halt Holzkohle rein. Oh ja, da. Wo? Ich hatte nichts anderes zum Abbrennen. Baum! Ernsthaft? Baum, Baum, Baum. Worauf warten wir eigentlich hier? Darauf, dass die Apokalypse näher kommt. Ich mach mal eine zweite Diamant. Hey, mein Apfel. Hier fehlt noch was. Was ist jetzt? Jetzt. Ah ja, dann kann man mich wenigstens beobachten, wenn ich da drin rumlaufe wie so ein Affe. Ich brauche einen Apfel. Hat jemand einen Apfel? Der ist in einer Kiste einer drin. Das will ich gar nicht. Wildes Wasser. Wo denn? Hier ist kein Apfel. In irgendeiner Kiste ist ein Apfel. Hauptsache, wir haben eine Rüstung für ein Pferd. Was machst du da? Ja, ich krieg das Wasser gerade nicht weg. Warte, 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 warte. Hey, Carsten. Brother? Ich mach nix. Da ist ja auch noch Wasser. Was macht der? Warum bullet er sich nach oben? Weil er doof ist. Hey, Brother. Was denn? Oh, gib mir den Apfel. Hey, lol, Carsten, der kommt Wasser. Was? Gib mir den Apfel. Gib mir den Apfel. Ja, Entschuldigung, bin ausgelaufen. Ich fand, da kommt schon Wasser runter, Carsten. Lava einmal, okay. Du hast es so gewollt. Hallo. Wow. Leute, die Explosion kommt. Die Explosion kommt. Carsten. Carsten. Ja, Fabi, witzig. Hahaha. Nein.
guck sehr nach oben. Guck nach oben. So witzig, Fabi. Guck nach oben. Guck jetzt nach oben. Ja, sehr witzig, Fabi. Oh ja. Nein, die kommt, Gast. Er stellt sich da noch rein. Verarschen kann ich mich alleine. Und die Erde ist eine Scheibe. Nein, guck jetzt nach oben. Ja. Genau. Jetzt guck nach oben, Mann. Ich sehe nur grau. Ja, guck bei dem Glas nach oben. Dann sterben wir halt gleich alle. Ach, das hast du reingebaut. Oh, scheiße. Ja, das hab ich reingebaut. Jo, Wasser, lol. Ja, Leute, ne? War ich nicht so eine Wasserdecke? Ich glaube, es leckt schon wieder. Ich kann keinen Ofen aufmachen, keine Kiste. Leck. Es leckt! Warum weiß ich, dass die nicht gucken, mal nach Sympos ist. Ah! Entschuldigung. Ich hatte gerade ein komisches Soundbug und der Leck war komisch. Für den Apfel. Ey, Jesus, wieder da. Serverauslastung und sowas. Okay. Okay. Ey, yo, das geht ganz schnell voran, ne? Ja, ich muss mal so anschauen. Ja, Ich mach's Boom, ey. Wollen wir so langsam unsere Sachen packen und weiterziehen, oder? Wir brauchen Obsidian. Auf jeden Fall. Der Obsidian. Wir müssten eigentlich in die Hölle gehen. Nee, und... Gib mir den Apfel. Gib mir den Apfel. Nein, Bett. Mein Bett. Wir haben ein Problem, Leute. Gib mir den Apfel. Fabians Haus ist gerade in die Luft gegangen. Ich will mal reingucken. Ja, geht mal alle rein. Ja, ist klar. Gib mir den Apfel. Gib mir den Apfel. Wieso? Ihr habt nichts gesehen, Leute. Also mein Gang hier ist relativ weit. Hier ist auch ein Loch. Alles okay, Leute. Ja. Ja, was wollen wir mitnehmen? Okay. Alter, ist mal Feuer drin. Das hat Shizuka gemacht, kein Grund zur Panik. Die macht nur Späße. Das ist keine echte Gefahr. Wir haben alles im Griff. Vielleicht geht die ganze Kiste kaputt. Wer baut denn bitte Stone? Habt ihr Langeweile? Kein so. Und zu viel Kohle anscheinend. Ich laufe hier nur noch verwirrt durch die Gegend. Das machen wir alle. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!